Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer Ausgabe Wenzels Geschichten. Hello, dearest friends, and welcome to a very special part of Wenzels Tales. Ich werde für unseren englischen Zuschauern in kurzen Worten beschreiben, worum es in seinen Geschichten geht. For our English speakers, I will describe it in a few words what is all about in his tales. So, let's begin to talk. Hey du! Erzähl mir, was du erlebt hast, Wenzel. Na schön. Soll ich dir mal was über den Schmuggel erzählen? Über den Schmuggel? Heißt das, dass hier auf Athanos mal Schmuggler am Werk waren? Jawohl, und das mehrere Jahre lang. Die Burschen kamen aus Myrtana und haben für irgendeinen Banditen dort gearbeitet. Was haben die Kerle denn hier geschmuggelt? Na was schon. Waffen natürlich, die aus unserem Bestand geklaut wurden. Das ist ja ein Ding. Und wie seid ihr dahinter gekommen? Es gab einen Verräter unter uns, der die Waffen heimlich an die Schmuggler verkauft hatte. Damals war noch Lord Sintram unser Kommandant, der übrigens ein sehr fähiger Offizier gewesen war. Er hat damals unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert. Er hat nämlich... Später, Wenzel, später. Also wie war das jetzt nochmal? Ihr hattet einen Verräter unter euch? Ja, durch einen Zufall konnten wir ihn enttarnen und den Schmugglern daraufhin ein Gefecht liefern. Danach hatten wir wieder Ruhe. Aber unsere Waffen haben wir leider nicht mehr zurückbekommen können. Die Schmuggler hatten diese rechtzeitig versteckt gehabt. Das war wirklich Pech. Wir waren daher alle der Meinung, dass die Burschen hier auf Athanos ein Versteck haben müssen. Eine Höhle oder so etwas. Aber dieses Versteck haben wir leider nie finden können. Und wir hatten noch das Glück, dass wir keine Musketen im Ahnesaal hatten. Musketen? Was zum Teufel sind Musketen? Nun, dazu muss ich weiter ausholen. Vor einigen Jahren war ich wegen einem Auftrag in Myrtana. Dort traf ich einen Mann, der eine neue und eigenartige Waffe dabei hatte. Eben diese Muskete. Was hat es mit dieser Muskete auf sich? Die Muskete benutzt man für den Fernkampf. Ähnlich wie ein Bogen oder Armbrust. Nur mit größerer Genauigkeit, Reichweite und Durchschlagskraft. Dieses Teil könnte sogar einen Troll erlegen, dem Pfeile oder Bolzen nicht mal jucken. Leider konnte ich es mir damals nicht leisten. Obwohl ich sehr gerne eine gehabt hätte. Kamst du nie wieder nach Myrtana? Oder konntest einen Kameraden darum bitten, es zu holen? Nein. Die Schwierigkeit ist, dass er gar nicht auf Myrtana lebt, sondern auf Arant. Er war nur zufällig zur selben Zeit wie ich auf Myrtana. Zudem braucht man für die Munition noch Eisen, welches man selber gießen muss. Und das wäre sehr kostspielig. Außerdem braucht man für die Muskete eine hohe Geschicklichkeit, die man schon zeitig trainieren sollte. Jedenfalls hätte man mit dieser Waffe ziemlichen Unfug anstellen können. Von dem her ist es vielleicht gut so. Ich denke, du hast recht. Die Waffe könnte sehr gefährlich sein. Okay, let's describe it in a few words. Wenzel told that there was a smuggler spy here on Athanos, and they stole weapons, and there was a very important weapon, a special gun, and he described the ability of the gun. And now let's hear what he's talking about, a sunken fleet. Wenn du dafür Zeit hast, Roland, gerne. Wovon soll ich dir denn diesmal berichten? War genauso, wie du sagst. Heute würde ich gerne etwas über die berühmte Seeschlacht vor Athanos hören. Ich denke mal, ein größeres Ereignis hat hier auf der Insel nicht stattgefunden. Wo hast du das denn sagst schon wieder es, Roland. Mann, da hättest du dabei sein müssen. Es war das Aufregendste, was ich je erlebt hatte. Leider war ich zu dieser Zeit noch nicht geboren. Ja, stimmt. Nun, wo war ich stehen geblieben? Bisher hast du nur erzählt, dass die Seeschlacht das Aufregendste war, das du je erlebt hattest. Richtig. Ich war noch nicht lange Soldat gewesen. 2 Jahre oder so. Wird sich das jemals ändern? Als wir Waffenknechte die Nachricht erhielten, dass eine große Flotte von Kriegsschiffen vor Athanos gesichtet wurde.
Damals war unser Kommandant Lord Sintram, der ein sehr fähiger Offizier gewesen war, damit beschäftigt, unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich zu verbessern. Er hat nämlich... Nun, wenn das nicht gerade mit der Seeschlacht zu tun hat, würde ich das Thema jetzt gerne überspringen. Das hat er wirklich na schön, über Lord Sintram können wir auch ein anderes Mal sprechen. Also weiter. Ist das wirklich wahr? Als wir hörten, dass eine Flotte vor Athanos auftauchte, glaubten wir zunächst, dass es die des Königs ist. Das war sie aber nicht. Nein, denn schon bald erkannten wir varentinische Fahnen an den Schiffsmasten. Daraufhin wurde natürlich Alarm geschlagen. Habt ihr denn nicht mit dem Auftauchen der Varanter gerechnet? Nein, überhaupt nicht. Wir waren vollkommen überrascht. Zwar wussten wir bereits seit Ausbruch des Krieges davon, dass die Flotte der Varanter Myrtane ansteuert, aber wir glaubten, dass es diese auf Vanguard abgesehen hatten. Aus diesem Grund sollte ja auch die königliche Flotte vor Vanguard versammelt werden. Ich verstehe. Als ihr die Schiffe noch nicht erkennen konntet, glaubtet ihr, dass ihr königliche Schiffe vor euch hattet, die auf den Weg nach Vanguard waren. Das hast du nicht gewusst. Genau so ist es. In diesem kritischen Moment befahl Lord Sintram der Mannschaft, die Burg zu verlassen und den Hafen zu verteidigen. Alle Kanonen dort waren sofort zu laden. In der Burg hingegen ließen wir nur eine Handvoll Leute zurück. War das nicht riskant? Wenn der Feind erfolgreich den Hafen erobert hätte, wäre die Burg verloren gewesen. Schließlich waren die Varanter viel zahlreicher als ihr. Das stimmt. Doch Lord Sintram glaubte, dies wagen zu können. Und Innos sei Dank. Er hatte sich richtig entschieden, denn so gelang es ihm mit Hilfe der königlichen Flotte, den Feind in die Zange zu nehmen. Tauchte die königliche Flotte denn bei Beginn des Kampfes ebenfalls auf? Nein, sie kam nicht sogleich, sondern erst einige Stunden nach Beginn des Kampfes. Bis dahin mussten wir den Feind immer wieder zurückdrängen. Einige Schiffe versuchten, in das Hafenbecken einzudringen, da ihre bisherigen Angriffe an dem Anlegeplatz der großen Schiffe gescheitert waren. Das war sicher eine brenzlige Situation. Das kannst du laut sagen. Ich bediente eine der Kanonen und es gelang mir tatsächlich, das erste Schiff zu versenken. Der Kampf dauerte bis zu diesem Zeitpunkt schon einige Stunden. Der Angriff der übrigen Schiffe aber wurde immer heftiger. Plötzlich aber ertönte ein Signal von der Borg herab. Und wir erfuhren, dass unsere Flotte gesichtet wurde, die nun den Feind in den Rücken fiel. Der Feind bemerkte dies allerdings zu spät. Der größte Teil der feindlichen Flotte konnte unserer Flotte nicht mehr entkommen. Ein Schiff nach dem anderen wurde in den Grund gebohrt. Zuletzt auch das Admiralsschiff, was schon sehr ärgerlich war. Das ist eine schlimme Sache. Ärgerlich? Wieso? Verstehe ich nicht ganz. Wenn das Hauptschiff des Gegners versenkt wird, muss doch der Sieg umso größer sein. Das stimmt schon, aber es wäre uns lieber gewesen, das Schiff zu kapern. Wir wussten nämlich, dass das Admiralsschiff sehr wertvolle Dinge mit sich führte. Gold, Silber, Teppiche, aber vor allem syrianisches Öl. Meine Güte, ich hätte einen halben Monat Sold dafür gegeben, wenn ich nur eine Flasche von diesem Öl bekommen hätte. Was ist denn an diesem Öl so besonders? Das ist wirklich nicht mein Problem. Es ist sehr wertvoll. In Myrtane würde man ein Vermögen dafür zahlen. Ich habe mir das schon gedacht. Vorausgesetzt natürlich, man findet einen Händler, der reich genug ist, dieses Öl zu kaufen. Das ist eine schlimme Sache. Aus diesem Grund hat fast die gesamte Wachmannschaft nach dem Öl getaucht. Aber keiner konnte was finden. Ach ja, die Seeschlacht wird danach beendet. Und am Abend spendete uns Lord Sintram sogar mehrere Fässer Wein. Das war doch so ein Sieg musste natürlich gefeiert werden. Da hast du recht. Aber sag mal, wo genau ist eigentlich das Admiralsschiff gekentert? Leider kann ich dir das nicht mehr sagen. Das habe ich vergessen. Tja, das Alter, da vergisst man schon mal was. So Wenzel told us about a big attack of a fleet from Varant. They attacked the harbor on this island, and all of the people in the castle went to the harbor to defeat them. And later on, there was at last
the big fleet of the king. So there was a big fight, and the fleet of Verand has sunken. And Wenzel told us about a very important oil, which is called Suranian oil. So this is very important to find this oil, because it brings a lot of money. Okay, let's go on now. Erzähl mir, was du erlebt hast, Wenzel. Gerne, Roland. Welche Geschichte möchtest du denn hören? Erzähl mir etwas über die alte Bibliothek. In der Chronik von Athanos ist ja nicht viel darüber zu erfahren. Das stimmt, Roland. Man hat die Sache damals auch ziemlich geheim gehalten, weil man die Hintergründe erst vor kurzer Zeit erfahren hatte. Die Bibliothek wurde aber lange Zeit von den Feuermagiern genutzt, oder? Sehr lange. Eigentlich schon seit die Burg errichtet wurde. Und das ist schon mehr als 500 Jahre her. So lange schon? Dann muss dort ja ein ungeheures magisches Wissen zu finden sein. Davon kannst du ausgehen. Das halbe Obergeschoss wurde mit Büchern vollgestopft, während die andere Hälfte nur zu Lagerzwecken diente. Als Lord Sintram Kommandant von Athanos gewesen war, wurde die Bibliothek allerdings verschlossen, was für uns alle damals sehr merkwürdig war. Lord Sintram war übrigens ein sehr fähiger Offizier, der unter anderem dafür sorgte, dass unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert wurden. Er hat nämlich... Lord Sintram ist jetzt nicht das Thema, Wenzel. Erzähl mir lieber, warum die Bibliothek verschlossen wurde. Nun, das wüsste ich auch gern. Lange Jahre konnte ich mir keinen Reim darauf machen, weil von Lord Sintram und den anderen Paladinen nichts zu erfahren war. Lange Jahre? Das heißt, jetzt weißt du, warum die Bibliothek unzugänglich gemacht wurde? Sagen wir mal so, ich habe da meine Vermutung. Zumal die Chronikkörbe mit einem wichtigen Hinweis von Marbot erst vor kurzer Zeit ergänzt wurde. Meinst du etwa den Absatz, wo von dem Feuermagier die Rede war? Ja, denn ich weiß, wer der ehemalige Feuermagier ist, der sich neuerdings BGR verschrieben haben soll. Es ist kein anderer als Xardas gemeint, der ehemalige oberste Feuermagier des Königs. Xardas? Bist du sicher? Ja. Er und einige andere Feuermagier waren die Letzten, die unsere Bibliothek genutzt hatten. Am Ende war es sogar Xardas allein, da die anderen nach Myrtana zurückkehrten. Lord Sintram und die anderen Paladine dachten sich nichts dabei. Vielmehr glaubten sie, dass Xardas irgendeine tiefere Absicht damit verfolgte, die zum Wohle Myrtanas war. Nun, eine tiefere Absicht war es wohl. Aber nicht zum Wohle, sondern zum Untergang von Myrtana. Denn nun hat sich Xardas, wie du weißt, vom Feuer zum Schwarzmagier gewandelt. Er ist ein Diener Belias geworden. Die Bibliothek birgt daher sicher eine Vielzahl von Geheimnissen, die Xardas unbedingt verbergen wollte. So ist das also. Hat denn niemand versucht, in die Bibliothek einzudringen? Sicher, aber alles war vergeblich. Viele Feuermagier aus Myrtana hatten versucht, den Zugang zur Bibliothek zu öffnen. Aber kein Zauber half, das Tor zu öffnen. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so. Wer weiß, was Xardas für dunkle Zauber dort gewirkt hat. Vielleicht hausen da jetzt die verschiedensten Kreaturen Belias und behüten Xardas Geheimnisse? Na, wollen wir nicht hoffen. Du hast recht. Man sollte nicht gerade das Schlimmste vermuten. Aber Innos möge uns beistehen, wenn dort wirklich etwas Unheilvolles verborgen ist. In this tale, Wenzel told us about a big library with a lot of magician books. So, as they noticed that these magician spells are very dangerous, so they locked up the big library. And only one was going up there to make some spells. And it was told about Xardas that he has done it. Okay, let's talk about the Red Mine.
Gut, Roland. Es freut mich, dass du dich für meine Erlebnisse interessierst. Warum nicht? Erzähl mir doch heute mal was über die rote Mine. War sie wirklich so ergiebig? Ja, das war sie. Obwohl sie nicht vollkommen ausgeschöpft wurde. Wieso denn das? Bisher habe ich immer nur gehört, dass dort nichts mehr zu holen ist. Nun, in den Nebenstollen wirst du auch nicht mehr viel Gold finden. Aber im Hauptstollen ist mehr oder viel mehr wahr, mehr zu holen. Was jetzt? Wahr oder ist? Nun, damals als noch Lord Sintram Kommandant von Athanos gewesen war, wurde der Hauptstollen noch genutzt. Lord Sintram war übrigens ein sehr fähiger Offizier. Der unter anderem dafür sorgte, dass unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert wurden. Er hat nämlich... Schön, Wenzel, sehr schön. Aber lass uns über Lord Sintram bitte ein anderes Mal reden. Du sagtest vorhin, dass der Hauptstollen damals noch genutzt wurde. Es gab also in der Mine sehr viel Gold. Ja, die Mine war sehr ergiebig. Es gab nicht nur Gold, sondern auch Schwefel. Darum mussten wir Buddle uns immer tiefer in die Mine graben. Eines Tages gab es einen Erdrutsch, der eine größere Höhle freilegte. In dieser Höhle fanden wir ein riesiges Gold- und Schwefelvorkommen. Leider aber fanden wir dort auch etwas anderes. Crawler, Roland. Eine Menge Crawler. Rote Crawler. Rote Minecrawler? Ja, warum wundert dich das? Das rote Gestein und der rote Staub sind doch überall und ausschließlich auf Athanos zu finden und machen die Insel zu einer Besonderheit. Dass die hier lebenden Crawler dieselbe Farbe haben, wundert mich daher nicht. Nur, bisher hatten wir diese Viecher noch nie gesehen. Nun aber sollte sich das ändern. Es waren eine ganze Menge. Die Paladine versuchten zwar des Crawler-Problems Herr zu werden, aber vergeblich. Immer wieder tauchten neue auf. Das Leben der Buddler wurde von Tag zu Tag gefährlicher. Aber das Schlimmste kam noch. Eines Tages, es müsste irgendwann in der Nacht passiert sein, wurde der Hauptstollen, der zu der Höhle führte, durch ein weiteres Beben verschüttet. Sofort versuchten wir, den Zugang wieder freizulegen, aber es kamen immer neue Felsbrocken herab und einige von uns wurden verschüttet. So gab man es schließlich auf, wieder in die Höhle zu gelangen. Und so blieben die Reichtümer in der Mine für uns für immer verschlossen. Allerdings gab es immer wieder Buddler, die heimlich versuchten, in die Stollen zu gelangen. Die aber kamen fast alle bei dem Versuch um, so dass Lord Sintram am Ende beschloss, die Mine zu schließen. Das konnte er ohne weiteres tun, da in den Nebenstollen nicht mehr viel zu holen war. Lord Sintrams Nachfolger wurde Marbot, und er hat das Verbot bis heute aufrechterhalten. Also ist in dem Hauptstall noch was zu holen? Ja, aber wie soll man hineingelangen? Den bisherigen Gang kann man nicht wieder freimachen. Die Einsturzgefahr ist einfach zu groß. Lass da lieber die Finger von. Aber die roten Crawler, die müssen doch auch irgendwo hergekommen sein. Da hast du allerdings recht. Am Ende der Mine gab es eine riesige Schlucht. Mann, war die tief. Dahinter gab es einen großen Gang, der weiterführte, aber der Spalt war zu groß. Vielleicht kamen ja die Crawler von dort her. Naja, was soll's, soll nicht mein Problem sein. Selbst wenn man einen Zugang zu diesem Gang entdecken könnte, würde das nicht viel nützen. Der Spalt war, wie bereits gesagt, einfach zu groß. Da kommt keiner rüber. Jetzt weißt du übrigens auch, warum die meisten Bewohner damals Athanos verlassen haben. Nachdem es keine Arbeit in der Mine mehr gab, sind sie fast alle nach Myrtana gegangen. Und das ist auch schon alles, was ich dir von der roten Mine erzählen kann. Wie gesagt, ausgeschöpft ist die noch lange nicht. Interessant. Aber ich denke, wir behalten die Geschichte lieber für uns. Marbot würde sonst ganz schön sauer werden, wenn wir jedem erzählen würden, dass es in der roten Mine noch was zu holen gibt. Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
Na, dann werde ich am besten nicht mehr darüber reden. Daran wird sich nie etwas ändern. Und du wirst den anderen auch nichts davon erzählen, oder? Darauf kannst du dich verlassen, Wenzel. Ich werde schweigen wie ein Grab. The red mine has a lot of gold, and suddenly there was a quake, and the red mine caved in, and there was another side cave, and a lot of red crawlers were there and attacked the buddlers who were digging for gold, and so everyone was defeated by the red mine crawlers, and they died. So Marbot decided to close the mine, but before that there was another quake, and another big cave came up with a lot of gold to get. So now about the Red King. Na schön, Roland. Wenn es dich wirklich interessiert. Na klar doch. Erzähl mir dein Erlebnis mit dem Rattenkönig. Klang irgendwie aufregend. Mann, das war es auch. Auch heute bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es war vor ungefähr 30 Jahren. Oder war es vor 35 Jahren? Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Nicht schlimm. Berichte einfach, was du erlebt hast. Gut. Damals war noch Lord Sintram Kommandant von Athanos gewesen. Ein sehr fähiger Offizier, der unter anderem dafür sorgte, dass unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert wurden. Er hat nämlich... Das ist zwar sehr interessant, Wenzel, aber so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Beschränke dich bitte auf deine Erlebnisse mit dem Rattenkönig. Über Lord Sintrams Fähigkeiten können wir ja mal ein anderes Mal sprechen. Gut, dann fange ich mal an. Es war zu der Zeit, als ich als Butler für die Rote Mine eingeteilt worden war. Ich hatte viel gearbeitet und gar nicht gemerkt, dass ich der Letzte war, der noch im Stollen beschäftigt war. Als ich nach draußen kam, war es bereits dunkel. Von den anderen war nichts mehr zu sehen. Ich beeilte mich daher, nach Hause zu kommen, weil ich wusste, dass nachts besonders viele wilde Tiere unterwegs sind. Damals waren die Wölfe noch zahlreicher als heute, und wilde Keiler gab es zu der Zeit auch noch. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Es klang wie Piepsen oder Schmatzen. Es kam vom See her, so dass ich... Wieso vom See? Wolltest du etwa in dieser Richtung zur Burg gehen? Ja, das wollte ich. Früher war dieser Weg sicherer als der in der anderen Richtung. Damals gab es dort nur sehr wenige wilde Tiere, da ja auch das alte Dorf viel größer als heute war und fast bis zur alten Jagdhütte heranreichte. Das alte Sägehaus war damals auch noch in Betrieb und dort herum standen mehrere Hütten, in denen die Buddler lebten. Das kann doch nicht wahr sein. Also wie gesagt, die Geräusche kamen vom See her und waren trotz des Wasserfalls deutlich zu hören. Ich schlich mich also zum See. Dort erblickte ich, trotz der Dunkelheit, sehr viele Ratten, normalgroße wie auch Riesenratten, die an dem Kadaver eines toten Scavengers nagten. Sie waren in einer so großen Menge vorhanden, dass ich Angst bekam. Schnell wollte ich fort. Doch da funkelten mir aus dem Dunkel der Nacht zwei große Augen entgegen und ich sah die Umrisse eines riesigen Tieres vor mir. Da ich Fackeln bei mir trug, zündete ich sofort eine an, und was ich im Schein des Feuers erblickte, ließ mir die Haare zu Berge stehen. Der Rattenkönig! Ja, der Rattenkönig. Schon oft hatte ich von meinem Großvater die geheimnisvollen Geschichten gehört, die man sich über diesen erzählt hat. In jedem Rattenbau soll es einen König geben, der über sein Volk herrscht. Eine starke, furchterregende Ratte, die viel riesiger als eine gewöhnliche Riesenratte sein soll. Seine Untertanen versorgen ihn mit dem nötigen Fleisch, so dass es nur noch selten vorkommt, dass ein Rattenkönig sein unterirdisches Reich verlässt. Auch die Ratten von Athanos haben ihren König. Und ich habe ihn gesehen. Größer, riesiger, als ich ihn mir jemals vorgestellt habe.
Das riesige Monster machte sogleich Jagd auf mich. Ich rannte, wie ich noch nie im Leben gerannt bin. Der Rattenkönig hinter mir her. Da stolperte ich über eine Wurzel. Ich hörte noch das triumphierende Grunzen meines Verfolgers, als plötzlich... Ja? Was ist dann geschehen? Ich hörte auf einmal laute Stimmen von Menschen, die herbeigerannt kamen. Es waren Kameraden von mir, die nach mir gesucht hatten. Das höre ich zum ersten Mal. Sie hatten gemerkt, dass ich nicht unter ihnen war und hatten sich besorgt auf den Weg gemacht. Wem man noch glauben kann. Tja, früher hat man eben viel mehr zusammengehalten. Das war mein Glück. Wo hast du das denn schon wieder her? Und der Rattenkönig? Was wurde aus ihm? Dieser verschwand in dem Dunkel, aus dem er gekommen war. So vielen Gegnern wollte sich anscheinend selbst der Rattenkönig nicht stellen. Wir machten uns daher auf dem Weg nach Hause. Den Rattenkönig aber habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Und du bist wirklich sicher, dass das Tier so riesig war? Ja, dass es überhaupt eine Ratte gewesen war? Ich kann das nicht mehr. Natürlich. Ich sah es so deutlich vor mir wie dich jetzt. Es war wirklich eine gigantisch große Ratte. Na, immerhin haben deine Kameraden den Rattenkönig auch gesehen. Nun ja, leider nicht so deutlich wie ich. Sie sagten mir später zwar, dass sie ein großes Tier gesehen haben. Aber mehr konnten sie leider auch nicht erkennen. Das ist wirklich nicht mein Aber du Problem. Kannst mir wirklich glauben. Ich weiß, was ich gesehen habe. Das wird sich nie ändern. In former times, Wenzel was working in a mine. And suddenly, he was the last in the mine. All the others were leaving home. And suddenly, he heard something, strange voices, strange noises. And he was very nosy. And in the sea, at the sea, he was going up to the sea to look where these noises came from. And it was dark. He lit a torch. And he saw the big Rat King. At this time, a lot of people came up because they missed Wenzel and they were searching for him. And as they found him, some of them told that they haven't seen a big rat, but something like a big beast. And so this tale is only leaving to him, to Wenzel, but no one believes him. Ich habe jetzt ein bisschen übersetzt. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen so ein bisschen gut hingekriegt oder so für unsere englischen Zuschauer. Und jetzt verlässt uns Wenzel auch. Was gibt es noch zu erzählen? Ich könnte ja nochmal hier in die Bücher reingucken. Will ich aber nicht. Diese Folge soll ausschließlich für Wenzel sein. This part of this video is only for Wenzel. And only for information. So if you joined this part of the video, please subscribe me and make a follow. Thank you. Bye bye.